Ja, hier beim Nachbarn steht eine Biogasanlage. Also die haben hier nahe das draußen, weil es hier nicht so kalt wird bei Nacht. Bei uns müssen wir das nahe reinstellen. Hier hat es Minimum 18 Grad. Gestern war das der kälteste Tag, weil gerade Winterzeit ist im Juni. Ja, vorne den Trichter für die Reste und für das Bio-Zeug. Und das ist so ein Sack, also nicht wie in Guatemala, der hat ja so ein Fass genommen. So ein Sack, der ist leicht dehnbar. Und da sind wohl die Mikroorganismen drin und ich weiß jetzt nicht den inneren Aufbau und wie man das kaufen kann. Das ist wahrscheinlich USA-Technik. Ja, und hier ist dann die Konstruktion. Ja, alles ist Kunststoff, wo das Gas dann die Mikroorganismen produzieren das ja. Und ich weiß nicht, ist es dann Überdruck, Ventil und dann kommt ja hier der Abfall raus, also das, wo man dann nutzen kann. Da ist ja auch was drin. Na gut, da hat es vielleicht reingeregnet. Ja, und da kommt dann das, die Reststoffe raus und da kommt dann das Gas. Da ist auch ein Hahn. Also relativ simpel. Ich weiß eigentlich nicht, was da jetzt drin ist. Da ist eigentlich das Gas, wird hier noch in die anderen rübergeleitet. Und dass das jetzt hier so offen ist, wahrscheinlich Überdruck. Aber ja, da darf man eigentlich nicht mit Feuer rennen, wenn es Überdruck ist. Aber wie scheint ist ja was drin. Also der ist jetzt nicht so klein. Wobei das Grüne dehnt sich wahrscheinlich auch noch nach oben aus. Das ist, muss ich mal fragen, das ist ja bei der Nachbarschaft in der Comunidad, also hier geht der Schlauch hin lang, haben sie einfach einen Stein rausgenommen oder so. Und dann ist hier in der Küche, da hinten, also die Herdplatte, weil die muss man ja dann extra einstellen. Das ist ja nicht wie normales Gas. Normalerweise kommt ja da Biogas, ist ja leichter, nicht ganz so dicht oder so. Das ist einfach so eine Alternative rum. Ja, ich denke, das ist eine amerikanische Marke, Home Biogas. Aber interessant.